Herzlich willkommen und vielen Dank für eure Zeit heute an einem wunderschönen Samstagnachmittag, wo man ja viele schöne andere Sachen machen kann. Bei uns ist es auch sehr, sehr warm. Die Leute gehen mittlerweile schon ans Meer, sind hier schon an den 30 Grad. Nichtsdestotrotz machen wir heute ein bisschen Supply- und Demand-Analyse und beschäftigen uns mit einfachen Handelsstrategien, die sich daraus ergeben. Ich kenne, ich glaube, einen großen Teil von den Leuten, die hier drin sind, aus der Zeit mit dieser kurzen Aktion mit Qtrade und Tradermacher und vielleicht aus der Testphase vom Signaldienst. Den einen oder anderen Namen erinnere ich mich noch sehr gut. Jetzt kommen immer noch Leute rein. Einige kenne ich noch nicht. Zu meiner Person ganz kurz für diejenigen, die mich nicht kennen, aber ihr seid, glaube ich, vorwiegend Abonnenten meines Kanals. Ich bin 55 Jahre alt, lebe in Italien, mache diesen Job seit ja, mehr, nunmehr mehr, weit mehr als 20 Jahren, seit 1998. Habe als privater Trader angefangen, bin dann in der Vermögensverwaltung in verschiedenen gelandet. Zum Schluss hier in Italien in einem Family Office und einer Prop-Firma und bin jetzt aus diesem Segment ausgestiegen und handle nur noch für mich. Das gibt mir ein bisschen Zeit, auch meinen YouTube-Kanal ab und zu ein bisschen zu pflegen mit neuem Content. Also es ist grundsätzlich sehr aufwendig und nicht immer sehr motivierend, wenn die Abonnentenzahlen sich in gewissen Rahmen nicht weiter bewegen. Da braucht man natürlich große Bühne und sowas. Also das ist auch nicht unbedingt das, was ich suche. Ich versuche immer kompetenten Content zu liefern und dem einen oder anderen eine gute Analyse bereitzustellen. Ja, heute geht es auf Anfrage, die ich mehrmals bekam. Reinhard, hallo, hallo. Ich habe noch meinen Hund natürlich, der ist gerade draußen und bellt, den werdet ihr ab und zu mal hören. Es geht selbstverständlich um Supply- und Demand-Analyse. Die meisten kennen meine Einführungsvideos. Es gab ein paar Anfragen, ob ich nicht mal ein bisschen einsteigen könnte in die Materie, wie man nun damit umgeht. Das mache ich natürlich gerne. Hatte ich auch schon lange vor, mal ein Video dazu zu machen. Habe mir dann gedacht, ich mache es mal in Form eines Webinars, Live-Webinars. Dann kann man auch die eine oder andere Frage beantworten direkt, die sich daraus ergibt. Weil das meiste, was dann offen bleibt an Fragen, stellt man ja in der Kommentarsektion dann eher weniger. Am Schluss hintergebe ich euch auch eine E-Mail-Adresse, mit der ihr mich kontaktieren könnt, wenn irgendwelche besonderen Fragen da sind. Ich beantworte das alles natürlich sehr gerne. Ja, was ist eigentlich das Besondere an der Supply- und Demand-Analyse und warum benutze ich sie oder ist sie mehr oder weniger für mich eine wichtige Analyseform? Ganz einfach deshalb, weil sie einen guten Grundstein bietet für ein solides Marktverständnis. Wer in den Märkten erfolgreich sein möchte, ob das nun im Swing Trading, im Kurzzeittrading, im Positionstrading, der muss selbstverständlich Märkte ein bisschen verstehen und nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich, man muss Märkte sehr gut verstehen, damit man weiß, was man macht. Es ist nicht damit getan, dass man ein, zwei Setups hat, irgendwelche Tricks kennt oder sowas, um damit Geld zu verdienen. Man baut auf einem gesunden Marktverständnis dann mit Hilfe von statistischem Vorteil Setups auf, die man benutzt. Das ist ganz einfach, dass das Werkzeug, dessen man sich bedient, um
das Verständnis, was man im Markt hat, umzusetzen. So ein Verständnis im Markt heißt nichts anderes als zu verstehen, dass der Markt ja eine ständige Auktion ist. Wir sprechen vom sogenannten Auktionsprozess. Im Unterschied, wie ich das schon in meinen Einführungsvideos mal gesagt habe, der Unterschied zu einem Supermarkt ist ganz einfach der, dass der Preisfindungsprozess, der ja über die verschiedensten Einflussfaktoren gesteuert wird, bereits abgeschlossen ist. Das heißt, wir kriegen einen Preis präsentiert in Form von einem Preisschild. Da steht dann drauf 1,99 und wir haben dann die Entscheidung, es abzulehnen oder es zu akzeptieren. Am Markt ist dieser Preisfindungsprozess konstant aktiv. Und die Einflussfaktoren auf den Preis, die ändern sich in manchmal stündlich, manchmal minütlich, manchmal im Sekundentakt, wenn man wichtige Nachricht bekommt und die unterschiedlich interpretiert werden. Also das ist sehr, sehr dynamisch. Würde man einen selben Prozess im Supermarkt vorfinden, dann würden die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr in der Lage sein, überhaupt noch einen Einkauf zu tätigen, weil es ihre psychologischen Grenzen sprengt, das abzuschätzen, ob sie nun ein Produkt zu einem vernünftigen oder zu einem überteuerten Preis kaufen. Also das ist das grundsätzliche Problem im Markt. Wenn man also Analyseformen kennt, an denen man feststellen kann, ob ein Preis mehr oder weniger gerecht ist oder billig oder sehr teuer, was leider nicht der einzige Aspekt ist für einen guten Trade, sondern man muss auch wissen, welche Gruppe der Marktteilnehmer ist wahrscheinlich an welcher Stelle aktiv. Wenn wir das mit Hilfe einer Analysemethode ein bisschen festlegen können, dann haben wir schon einen Vorteil, weil wir wissen, dass nicht das kleine Geld, sondern das große Geld Märkte bewegt. Und wir als kleine Trader natürlich uns immer am besten im Schatten des großen Geldes bewegen. Großes Geld bewegt Märkte nach oben und nach unten. Und wir kleinen Trader tun gut daran, uns mit dem großen Orderflow zu bewegen, weil wir dann mit dem Rückenwind dieses großen Geldes unser Einkommen verdienen können. Zweiter Aspekt, dass man dadurch, dass man bestimmte Zonen eingrenzen kann, an denen man aktiv werden möchte, ist man nicht der Gefahr ausgesetzt, einem Markt hinterherzurennen, was leider gerade im Bereich der Retail-Trader, der Privattrader sehr verbreitet ist, dass man dem Markt hinterherrennt, weil man Techniken oder Signalgeber benutzt, die einfach tendenziell erfolgreicher sind in tendierenden Märkten. Tendierende Märkte sind natürlich, wie die Literatur es sagt, eigentlich die, in denen man am meisten verdient. Bloß ist es sehr schwer, in tendierende Märkte reinzukommen. Es ist auch sehr schwer zu sagen, wann haben wir tatsächlich einen momentumgetriebenen Trend. Wie lange geht er? Kommen wir vielleicht, wenn wir reingehen, direkt am Ende rein oder nicht? Das heißt, all diese offenen Fragen sind das Problem für den Trader. Wenn wir also unsere Zonen, an denen wir aktiv sein möchten, klar eingrenzen können und nur dort traden, unter der Annahme, dass wir an diesem Ort, an dieser Location, wahrscheinlich mit dem großen Geld traden, haben wir schon einen wesentlichen Vorteil. Dann verstehen wir schon mehr als 80% der Marktteilnehmer. So, und natürlich, was ich euch heute zeige, ist genauso wie die Supply-Demand-Analyse für sich genommen es nicht ist. Sie ist kein heiliger Gral. Man muss sie gut studieren. Es ist ein gutes Fundament. Man muss da herum noch viele andere Dinge können und wissen, um damit wirklich
ein Trader-Leben aufbauen zu können, aber es ist ein hervorragender Start. Und was ich euch heute zeige, sind zweieinhalb einfache Strategien, wie man damit einen guten Einstieg bekommt und sich einarbeiten kann in ein solides Verständnis von dem, was eigentlich Supply und Demand zeigt. Dazu machen wir einen ganz kurzen Ausflug nochmal in die Grundstrukturen, die ich zwar in meinem Einführungswebinar bereits beschrieben habe, aber dennoch, es ist nicht verkehrt, das noch einmal kurz zu besprechen. Also, wie gesagt, für diejenigen, die jetzt ein bisschen später noch reinkommen, das Ganze wird aufgezeichnet und ich stelle es dann heute Abend spätestens auf YouTube zur Verfügung. Also, wie entsteht Supply und Demand? Supply und Demand ist nichts anderes als Angebot und Nachfrage. Eine Analyse also von Angebot und Nachfrage, das Prinzip, das die Märkte bewegt. Wir haben eine starke Aufwärtsbewegung, sagen wir mal, getrieben von Nachfrage. Darüber besteht kein Zweifel, wie das funktioniert. Dann macht der Markt eine Pause, er bildet eine kleine Seitwärtsphase. Es werden meistens große Volumina ausgetauscht, der Markt akzeptiert einen bestimmten Preislevel und plötzlich bricht der Markt nach unten, die Verkäufer werden aktiv. Das ist eine Formation, die wir sehr häufig finden im Markt. Das ist nicht die einzige Formation, das ist eine von vielen. Aber es ist eine Formation, die uns einen ganz klaren Hinweis darüber gibt, dass es einen drastischen Wechsel der Dominanz von Käufern zu einer Dominanz von Verkäufern gab, nämlich in der plötzlichen Abwärtsbewegung aus dieser Base. Wenn wir das im Markt dann sehen, wissen wir erinnern uns, dass nur großes Geld große Bewegungen im Markt auslösen kann, dass wir es hier offensichtlich mit einem großen Verkäufer zu tun haben. Dasselbe umgekehrt, der Markt geht nach unten, getrieben von Verkäufern, also getrieben von Angebot. Wir tauschen große Volumina aus auf ein Preislevel. Es gibt Übereinstimmung über den fairen Wert des aktuellen Underlyings. Und plötzlich geht der Markt wieder stark nach oben, getrieben von Käufern. Auch hier unten können wir jetzt sagen, hier unten sind die Käufer in den Markt gekommen. Und jetzt muss man natürlich wissen, hier die technische Bezeichnung für diese Formation. Es handelt sich um die sogenannte Rally-Base-Drop, also eine Rally, eine Aufwärtsbewegung, eine Base hier oben drin, dann den Drop, wie die Amerikaner sagen, und hier eine Drop-Base-Rally. Jetzt muss man berücksichtigen, dass großes Geld auf eine bestimmte Art und Weise seine Order-Entries platziert in einem Markt. Es ist nicht so, dass sie ihre relativ großen Positionen an einem einzigen Preis platzieren, so wie der kleine Trader das macht, sondern sie fangen an mit einer Limit Order und sukzessive, wenn der Markt sich wegbewegt, nehmen sie bei jedem Rücksetzer weiter auf und nehmen weiter auf. Es bleiben in der Regel jedoch an der Basis, dort wo der Kauf oder der Verkauf begonnen hat, bleiben sogenannte Resting Limit Orders zurück. Das heißt, es wird versucht, an diesem Preis noch mehr Volumen aufzunehmen. Wer das kennt oder wer vielleicht schon mal Zugang hatte zu sowas, es gibt gerade bei großen Fondsgesellschaften, Hedgefonds oder Pensionsfonds, wenn die sich in Märkte einkaufen, gerade bei Aktien, kann es durchaus mal mehrere Tage dauern, bis sie ihre komplette Position im Markt haben.
Das heißt natürlich auch, um aus so einer Position auszusteigen, brauchen Sie ähnlich lang, manchmal sogar länger, um eine solche große Position aufzubauen. Wir können also sagen, dass wir über bestimmte Formationen im Chart identifizieren können, wo wahrscheinlich noch sogenannte Resting Limit Orders des großen Geldes liegen. Im richtigen, in der Natur sieht das dann so aus. Wir haben hier eine starke bullische Aufwärtsbewegung, machen eine kleine Seitwärtsphase und brechen dann abrupt nach unten wieder raus. Das heißt, einmal starke Käuferaktivität, auf der anderen Seite starke Verkäuferaktivität. Hier der umgekehrte Fall. Wir gehen in einer guten, auch teilweise unterbrochenen, wie wir hier sehen, Bewegung nach unten, bilden eine kleine Base und hier kommen die Käufer und treiben den Markt wieder komplett nach oben. So sieht das also in der freien Natur aus, in der Wildnis der Märkte, in der wir uns bewegen. Dann gibt es natürlich noch eine andere spezifische Formation, die nichts anderes ist als eine Fortsetzung. Auch hier eine starke Aufwärtsbewegung, getrieben von großem Geld. Eine kurze Pause, eine Übereinstimmung über den momentanen Wert des Preises, Austausch großer Volumina. Und plötzlich kommt ein weiterer Käufer und wir gehen weiter nach oben im sogenannten Preisfindungsprozess. Auch hier gehen wir davon aus, dass der Käufer, der in dieser Seitwärtsphase reingekommen ist und im Chart die sogenannte Rally-Base-Rally-Formation hinterlassen hat, dass auch der noch offene Limit-Orders an dieser Base hinterlassen hat, die den Markt bei einem Pullback zu dieser Zone halten. Umgekehrt die sogenannte Drop-Base-Drop, eine starke Abwärtsbewegung, Pause und weiter nach unten. Auch hier Beispiele aus den Charts. Diese Formation kann durchaus in sehr unterschiedlichen Formen auftauchen, ist manchmal nicht ganz einfach einzugrenzen und zu definieren, aber da muss man ein bisschen Erfahrung sammeln, wie bei allem, um es dann vernünftig. Ich muss mal eben hier den Warteraum noch mal öffnen. Eine Sekunde. Okay. Ja. Und umgekehrt die sogenannte Drop-Base-Drop. Auch hier starke Abwärtsbewegung, Seitwärtsphase, Abwärtsbewegung, starke Abwärtsbewegung, Seitwärts, Abwärts. Um nun letztendlich diese Zonen anzuzeichnen, braucht man natürlich ein bisschen Verständnis, wie das geht. Auch das kennt ihr vielleicht noch aus meinen ersten Videos. Bei einer Supply-Zone, wenn wir die definieren und eingrenzen wollen, dann suchen wir uns selbstverständlich zunächst erstmal das Top, also den höchsten Preis, den sogenannten letzten Käufer, der natürlich zu dem höchsten Preis gekauft hat. Den markieren wir mit dem Hoch. Wenn wir dann eine starke Abwärtsbewegung sehen, schauen wir, wo war der letzte Käufer vor dieser starken Abwärtsbewegung. Den finden wir im Fall eines Supply Levels immer in der letzten positiven Kerze vor dem Abwärtsmove. Das wäre hier.
und den sogenannten kollektiven Entscheidungspunkt, nämlich dem Punkt, an dem die Käufer, die hier noch in diese Bewegung gekauft haben, von den Verkäufern überrumpelt werden und wo Stops fliegen und so weiter und so fort. So grenzen wir es also ein. Im Falle einer der Analyse praktisch tun wir natürlich diese grüne Linie, grün-gelbe Linie nicht rein. Das dient in diesem Fall nur, um zu identifizieren, wo ist die letzte positive Kerze, um es systematisch darzustellen. Umgekehrt, bei einem Demand-Level suchen wir den letzten Verkäufer, das heißt das Tief, den letzten Verkäufer vor der starken Aufwärtsbewegung und dann auch hier den kollektiven Entscheidungspunkt. Also im Praktischen sieht es in einer Drop-Base-Drop so aus, hier das Hoch der kleinen des Rücksetzers. Hier in diesem Fall, dadurch, dass wir ein Doji haben, müssen wir den letzten Käufer vor der starken Abwärtsbewegung hier hinlegen. Dann haben wir das Tief der positiven Kerze und somit unsere Supply-Zone eingegrenzt. Andersrum in der Rally-Base. Rally hier in dieser Art und Weise. Auf einem richtigen Chart sieht es dann so aus. Hier in der Drop-Base-Drop von eben bildet sich Supply in dieser Art. Oben haben wir noch eine kleine Supply-Zone, die den Start der ganzen Bewegung markiert. Also haben wir hier zwei Supply-Zonen aus den jeweiligen Kategorien, jeweils ein Beispiel, eine Ready-Base-Drop und eine Drop-Base-Drop. Umgekehrt bei Demand sieht das dann so aus. Also das kennt ihr mittlerweile alles. Deshalb können wir uns damit befassen, was die Grunddynamik ist, die wir aus der Darstellung von Supply and Demand Levels extrahieren. Wir alle wissen, dass der Markt verschiedene Zyklen durchläuft, wie er zum Beispiel auch einen Trendwechsel vollzieht. Er verlässt in diesem Fall die Modalität von Hoch, Tief, höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch, tieferes, höheres Tief, höheres Hoch, indem er dann plötzlich mal ein tieferes Tief macht und dann ein tieferes Hoch. Das heißt, der Markt geht nicht immer in einer einzigen Modalität weiter, sondern er unterbricht und wechselt. Und dasselbe passiert natürlich auch in der sogenannten Supply-Demand-Dynamik, nämlich dass wir, um eine Dominanz von Demand zu erreichen, wie wir das hier sehen, müssen wir zunächst einen Bereich von Supply überwinden. Das heißt, damit wir einen angebotsdominierten Markt haben, müssen wir einen nachfragedominierten Markt haben, müssen wir das letzte Angebot überwunden haben. Das heißt, alle großen Verkäufer müssen bedient sein und aus dem Markt geschüttelt sein. Dann haben wir einen Markt, in dem die Käufer dominant sind. Wie wir das hier sehen, das hinterlässt eine Demandzone, ist erst dann eine Demandzone, wenn sie eine Supplyzone überwinden konnte. Und hier sehen wir dann den Touchdown in dieser Demandzone. Ich nehme gleich vorweg, es ist nicht so, dass aus jeder Zone, die angehandelt wird, ein riesen neuer Trend-Move entsteht. Manchmal gibt es nur eine Reaktion, das ist einfach so. Wir können es im Voraus nicht wissen. Um eine Meinung entwickeln zu können, was nach so einem Touchdown passiert, muss man natürlich noch andere Dinge über den Markt wissen oder andere Hilfsmittel benutzen oder andere Analysen erstellen, um vielleicht
vorausdenken zu können, was jetzt danach passiert. Ich will es nur gesagt haben, dass nicht unbedingt aus jedem Touch einer Supply- oder Demand-Zone sofort und immer eine riesige Bewegung entsteht. Nichtsdestotrotz kommt es doch sehr häufig zu sehr guten Trades, die, wenn man das Ganze mit den Zeiteinheiten mischt, durchaus sehr kleine Einstiege finden kann mit sehr kleinen Stops. Wir sehen also hier, die Grunddynamik ist die, damit eine Demand-Zone werden kann, reicht nicht nur die schöne Form, sondern sie muss eine Zone von Supply durchbrochen haben. Erst dann sprechen wir von einer richtigen Demand-Zone. Umgekehrt, eine Supply-Zone ist nur dann eine richtige Supply-Zone, wenn sie eine Demand-Zone gebrochen hat. Was wir jetzt in diesem Beispiel nicht sehen. Wir haben hier eine Supply-Zone technisch, grafisch. Sie wird aber durchhandelt, weil sie auf dieser Strecke nach unten selbstverständlich, das sieht man jetzt links, in diesem Chart leider nicht, können wir nicht wissen, ob sie hier links eine Demand-Zone durchschritten hat oder nicht. Das soll uns für den Moment nicht bewegen. Ja, was ergeben sich nun daraus für Möglichkeiten von Handelsansätzen? Die erste Möglichkeit, die wird in verschiedenen Schulen der Supply-Demand-Analyse propagiert, ist die sogenannte Momentum-Linie. Was macht man mit der Momentum-Linie? Es ist eine recht einfache Vorgehensweise, von der es eine, wie ich hier schreibe, eine einfache Variante gibt und eine etwas komplexere. Die einfache Variante ist die, dass der Anwender sagt, er kann durch die Benutzung dieser sogenannten Momentumslinie Zonen von Supply und Demand identifizieren und dann über Limit Order handeln. Wie sieht das aus auf einem richtigen Chart, was die Leute dort meinen? Wir haben hier auf der linken Seite, ihr seht alle meine Maus, denke ich, eine relativ kontinuierliche, starke Aufwärtsbewegung. Nun gehen diese Leute her und legen da eine Linie dran, sagen, das ist eine sogenannte Momentumslinie. Das Momentum ist in dieser Weise nach oben gerichtet. Das ist so nicht ganz falsch, ist es aber auch nicht ganz richtig, weil der Markt nun mal jede Ungenauigkeit bestraft. Das ist leider so, das ist ein eisernes Gesetz. Jeder Fehler wird im Markt bestraft. Es reicht nicht, einfach nur solche Linien zu zeichnen. An diesem Beispiel sieht man sehr gut die Grundproblematik von Trendlinien. Trendlinien kann man überall finden und man kann sie auch in den verschiedensten Arten anlegen. Es gibt darüber keine ganz klare Schule und Einigkeit darüber, wie sie angelegt werden sollen. Und weil das eben so ist, sehen wir immer wieder den Fall, dass Trendlinien gebrochen werden, nur um dann in den nächsten Kerzen wieder über diese oder unter diese Trendlinien zurückgekehrt wird und der Trend wird fortgesetzt und es kam kein Bruch zustande. Wenn wir uns diesen Fall jetzt einmal anschauen, würden wir den Bruch dieser Linie benutzen, um hier oben eine sogenannte Supply-Zone zu identifizieren, sehen wir, dass die ohne Probleme gebrochen wurde. In diesem Fall gibt es, ich weiß,
um die Situation, in der diese Aufwärtsbewegung entstanden ist. Ich weiß in Erinnerung, was daneben steht im Chart. Ich weiß also auch, warum diese Zone auch gebrochen wurde, wenn sie theoretisch vielleicht hätte halten können und so weiter und so fort. Aber auf diese Art und Weise sehen wir, reicht es nicht. Wie muss man also daran gehen? Man muss ein bisschen Markttechnik berücksichtigen. Das heißt, man muss sich wirkliche Swingpunkte suchen. In diesem Fall hätten wir hier oben und hier nochmal einen Swing gehabt. Die schwer einzufangen waren, weil wir hier ja ein tieferes Tief haben. Wenn man das also über diese beiden markanten Tiefs legt, zum Beispiel haben wir einen Bruch aus dieser Zone und die wird zurück angehandelt. Ein anderes Beispiel, wenn wir dann den oberen Abschnitt mit zwei eindeutig zu identifizierenden Zwingpunkten eingrenzen und brechen, hinterlässt das Ganze diese Supply-Zone und die hält uns hier nicht ganz, hier einmal ganz klar für eine Rückbewegung in Demand und dann hier nochmal vor dem Durchbruch nochmal eine 1,5:1 Reaktion, bevor sie dann schließlich endlich gebrochen wird. Das ist, wenn man diese Vorgehensweise mag, wäre das die richtige Anwendung. Hier zum Beispiel haben wir ein markantes Hoch von unserer Supply-Zone, das Zwischenhoch. Das Ganze wird gebrochen aus dieser Rally-Base-Rally, also aus dieser Demand-Zone und nicht umsonst hält der Markt an dieser Zone. So, diese Technik, die nicht wirklich verkehrt ist, wenn man sie richtig benutzt, wenn man da ein bisschen Erfahrung sammelt, kann man verfeinern. In der sogenannten Fresh Supply Demand Variante, wie ich das nenne, nämlich für einen sogenannten zweiten Test als Bestätigung mit einem kleineren Stopplevel. Das heißt, wir suchen uns eine große Supply- oder Demand-Zone. Wir gehen zurück zu unserem Chart. Wie hier unten zum Beispiel, das hier ist eine Demand-Zone. Und dröseln das Ganze auf einer kleineren Zeiteinheit auf, nachdem wir angekommen sind, um dann einen zweiten Test, einen erneuten Test, weil die Märkte haben diese Eigenschaften, immer wieder zurückzukommen auf jeder Zeiteinheit zu dem Start ihrer Bewegung. Das ist eine sehr, also fast die häufigste Formation überhaupt, der sogenannte Full Swing Back. Das heißt, dass die Märkte immer wieder, wie wir das hier sehen, zurückkommen zum Start einer Bewegung. Das ist immer wieder der Fall, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Wenn ihr mal durch die Chart guckt, dann werdet ihr das feststellen. Schematisch gesehen gehen wir jetzt mal von einer Supply-Zone aus. Wir haben eine Supply-Zone auf einer größeren Zeiteinheit. Wir nähern uns dieser Zone an und benutzen diese Momentumslinie auf einer kleineren Zeiteinheit. Zum Beispiel wäre das hier jetzt eine 4-Stunden-Supply-Zone, dann würden wir uns den 30-Minuten- oder den 15-Minuten-Chart nehmen und malen diese Momentumlinie auf diesen letzten Swings der kleineren Zeiteinheit. Wenn diese Momentumlinie dann gebrochen wird, vergewissern wir uns zunächst, dass auch tatsächlich bei der Annäherung zu dieser Supply-Zone eine kleine Demand-Zone in dieser Zeiteinheit gebrochen wurde und können dann die frische Supply-Zone identifizieren. Auf die Art und Weise, wie wir das eben beschrieben haben.
Der Pullback wird dann mit einer Limit Order gehandelt. Ganz in Anführungsstrichen einfache Vorgehensweise, die man natürlich üben muss. Muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es ist nicht wirklich schwer. Und hat eine enorme Trefferquote. Das muss man an dieser Stelle oder darf man an dieser Stelle schon mal festhalten. Umgekehrt in der bullischen Variante, wir nähern uns einer Demand-Zone aus dem 4-Stunden-Chart zum Beispiel. Wir tun das auf dem 30- oder 15-Minuten-Chart. Wir setzen auf, wir suchen die letzte Supply-Zone auf der kleineren Zeiteinheit, vergewissern uns, dass der Markt nicht nur diese Momentumlinie gebrochen hat, sondern eben auch die letzte kleine Supply-Zone und handeln den Rücklauf in die frische Demand-Zone, die auf dieser kleineren Zeiteinheit entstanden ist. Schauen wir uns das mal auf einem Beispiel an. Hier nochmal unser kanadischer Dollar. Er kommt zurück in diese Demand-Zone auf dem Tageschart. Und zwar macht er das am 5. Mai, dreht er dann schließlich und endlich weg. Wie er das gemacht hat, das schauen wir uns jetzt hier im Detail an. Wir sehen, diese Abwärtsbewegung, wir erreichen unsere Zone noch nicht ganz. Da muss man sehr gut aufpassen. Das tiefste Tief wird erst zwei Tiefs später gebaut. Würden wir in der Annäherung schlampig arbeiten, ich habe dieses Beispiel extra gewählt, weil ich direkt auf die Fehlerquellen hinweisen möchte, die dabei entstehen können, wenn man schlampig arbeitet. Fehler und Verluste sind meistens beim Trader zu suchen und nicht beim Markt. Also Verluste sind meistens selbstverschuldet. Hätten wir hier den Bruch der falsch angelegten Momentumslinie, dann hätte es zwar schon hier unten eine kleine Reaktion gegeben, hätte zur Not vielleicht ein Break-Even-Trade werden können, aber es ist einfach falsch, weil der Markt die Zone noch nicht erreicht hat. Er hat sie dann erst hier erreicht. Das heißt, wir müssten dann unsere Linie über dieses hochlegen, sehen, es wird nicht gebrochen, sind also im Markt nicht beteiligt, um festzustellen, dass er noch ein tieferes Tief macht. Das heißt, auch hier waren wir nicht versucht oder fälschlicherweise in einem Trade positioniert, weil das hier ist kein Punkt für eine Trendlinie, weil wir ja ein weiteres Tief brauchen, um einen Swingpunkt für eine Trendlinie zu haben. Das heißt, wir warten in aller Ruhe ab. Der Markt bricht schließlich und endlich diese Momentumlinie, die wir zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr so anlegen, sondern so. Wir ziehen über die neuen Swingpunkte weiter nach rechts, haben hier diesen klaren Bruch und haben jetzt unsere kleine frische Supply-Zone, die hier gebrochen wurde. Der Markt entfernt sich von der übergeordneten Demand-Zone und kommt zu ihr zurück. Und das ist unser Einstieg mit dem Stopp unter diesem grünen Bereich. Das ist also ein Beispiel aus dem Kanadier. Eine Tageszone angelaufen mit einem 4-Stunden-Chart. Im Verlauf der ersten Aufwärtsbewegung sehen wir eine Folge höherer Tiefs. Auch hier können wir wieder eine Momentumslinie anlegen. Der Markt wird abverkauft, bricht, hinterlässt eine frische Supply-Zone. Das wäre dann ein Trade auf einer einzigen Zeiteinheit im Sinne der
Variante 1, wie ich die eben erklärt habe. Verlockend durch diese starke Abwärtsbewegung ist man verlockt, diesen Trade eventuell zu machen. Wir sehen hier 1, 2, 3 Tests, hat also ein bisschen gebraucht, bis er schließlich und endlich in die Pushen kam, aber schließlich und endlich ist er dorthin gekommen. Das heißt, manchmal, wenn man sehr viel Erfahrung gesammelt hat, kann man auch den Weg zu einer anvisierten Zone wieder traden. Das ist die erste Methode, die sozusagen auf ein bisschen charttechnischer Komponente basiert. Das sind Dinge, die eigentlich jeder kennt, die er, wenn er ein bisschen rumprobiert, auch perfektionieren kann, die aber bei der Beobachtung in den Märkten und dem allgemeinen Verständnis sehr hilfreich und schulend sind, in immer besseren Verständnis der Märkte, wie sie sich bewegen. Kommen wir zu der zweiten Methode, die mehr oder weniger auf der Komponente beruht, die wir hier schon berücksichtigt haben beim Momentumslinienbruch, nämlich dem simplen Bruch der Angebots- oder Nachfragezonen, also der Angebot-Nachfragebruch. Was ist das? Das ist nichts anderes als das, was wir eben in der zweiten Variante auf der kleineren Zeiteinheit beobachtet haben. Wir gehen aus einer Demand-Zone weiter nach oben, bilden eine Supply-Zone, indem wir Demand durchbrechen, kommen zurück zu Supply und prallen ab. Umgekehrt, wir bilden kleinere Supply-Zonen, haben eine Fortsetzung nach unten, brechen Supply, kommen zurück zu Demand. Nichts anderes als das ist es, die sogenannte Supply-Demand-Price-Action. Es ist also nichts anderes als das, was wir eben in der anderen Methode dem ganzen Konzept zugefügt haben. Hier lassen wir aber ganz einfach die Trendlinie weg und verlassen uns auf das Grundprinzip, das wir besprochen haben, dass eine Supply-Zone dann entsteht, wenn sie eine Demand-Zone durchbrochen hat und umgekehrt. Und auch das verbinden wir mit einer zwei Zeiteinheiten-Analyse, indem wir drei Schritte anwenden, also ein ganz einfacher 3-Step-Action-Plan oder 3-Schritt-Aktionsplan. Eine Supply-Demand-Zone aus einer größeren Zeiteinheit wird in einer kleineren Zeiteinheit getradet. Wie wir das eben schon gesehen haben, vom Tageschart sind wir runter auf den 4-Stunden-Chart. Hier schauen wir uns jetzt mal Beispiel an. Wieder den kanadischen Dollar im 4-Stunden-Chart und die kleine Zeiteinheit wählen wir dann den 30-Minuten-Chart. Da kann man auch 4 Stunden und 15 Minuten nehmen. Das hängt ein bisschen davon ab. Manchmal bildet der Markt Strukturen, die in einem 30-Minuten-Chart nicht ganz schlüssig sind. Dann guckt man sich das eine Stufe kleiner an und dann wird plötzlich ganz klar, wo das Ganze herkommt. Hier das Beispiel nochmal vom 5. April. Der Markt hat hier unten eine Demand-Zone gebildet und wir kommen zu ihr zurück. Das heißt, wir haben im Grunde genommen die Situation, die wir eben herausgearbeitet haben mit der Trendlinie. Jetzt können wir über diese 3-Schritt-Methode unseren Einstieg verfeinern. Wir schauen uns also auf einer kleineren Zeiteinheit zunächst an, im ersten Schritt, aus welcher Zone die übergeordnete, also unsere Haupt-
Supply- oder Demand-Zone erreicht wird. Das heißt, wenn wir diesen Bereich, in dem wir unsere große Zone erreichen, jetzt auf einer kleineren Zeiteinheit analysieren. Wir gehen also hier auf den 30-Minuten-Chart. Da ist mein Hund. Sehen wir, dass diese Zone aus dieser kleinen Supply-Zone erreicht wird. Das heißt, der letzte Move kommt aus dieser kleinen Zone von Supply, markiert mit 1. Das ist der erste Schritt. Wir identifizieren im ersten Schritt die Zone, mit der wir unsere Demand-Zone erreichen. Im zweiten Schritt ermitteln wir die Zone, mit der unsere Zone 1 gebrochen wird. Das ist unser Trigger. Hier mit dem Pfeil dargestellt, Schritt 2, unsere Zone wird gebrochen. Aus welcher Zone wird sie gebrochen? Dort wollen wir unsere Order platzieren im dritten Schritt. Das ist diese Zone hier unten. Das heißt, aus dieser kleinen Demand-Zone entsteht die Bewegung, die unsere kurzfristige Supply-Zone durchschreitet. Das heißt, diese letzten Verkäufer, die diese Bewegung ausgelöst haben, die fliegen raus, wenn sie ihren Stopp hier oben hatten. Sie werden alle Order, die hier oben noch lagen, werden rausgenommen. Der Markt ist frei, der Markt ist nachfragedominant. Geht zurück in unsere kurzfristige Demandzone, die hier unten entstanden ist. Unsere Order sieht so aus. Wir kaufen bei Limit in dieser Zone. Unser Stopp geht ganz nach unten. Und der Markt verabschiedet sich nach oben. Das ist nicht wirklich kompliziert. Also muss man ein bisschen üben. Wir schauen mal einfach auf ein paar Beispiele aus der aktuellen Zeit. Ich hole mal eben ein paar Charts nach vorne. Schauen wir nochmal auf den US-Dollar-Kanadier. Hier zum Beispiel hatte ich dieser Tage eine Supply-Zone eingezeichnet. Wir hatten jetzt einen ganz frischen Test hier am gestrigen Tag. Das ist also eine 4-Stunden-Zone. Wenn wir da jetzt mal reingucken auf 30 Minuten. Wir haben große Kerzen, gehen wir mal auf 15 Minuten, dann sehen wir das ein bisschen deutlicher, wie diese Zone erreicht wurde. Diese Zone wurde erreicht, offensichtlich aus dieser letzten Bewegung. Da muss man die Zone selbstverständlich so anlegen, ich nehme mal ein anderes Zeichenwerkzeug, damit wir da nicht als voll machen. So, das ist diese Zone, die machen wir mal grün, weil es ja eine Demandzone ist. Die wird nach unten gebrochen. Und von wo wird sie gebrochen? Aus dieser frischen Supply-Zone, die machen wir rot. Das heißt, nachdem der Markt Demand rausgenommen hat, war es zu erwarten, dass er zurückläuft zu Supply und von dort abprallt. Nun wissen wir nicht, was da weiter raus wird. War spät, war mit Sicherheit kein Trade mehr, aber so ist es nun mal. Schauen wir mal. Bisschen random hier, schauen wir auf den Euro.
Was ist hier los gewesen? Hier war eine schöne Supply-Zone auf 4 Stunden. Das ist eine Zone vom 27. April. Die haben wir am 4. 5. Mai angehandelt. Am 4. haben wir sie nicht ganz erreicht. Eine kleine Inside-Kerze. Und dann am 5. Mai haben wir sie erreicht. Das schauen wir uns mal ein bisschen kleiner an. 30 Minuten gehen wir zum 5. Mai und schauen uns das mal an, wie das abgelaufen ist. Hier sehen wir, dass der Markt hier kurz vorher gestoppt hat, nochmal Anlauf genommen hat, um dann hier oben reinzugehen. Das heißt, er hat das Ganze aus einer Demand-Zone gemacht, die hier zu finden ist. Ich muss das vernünftig anzeichnen. So, die machen wir grün. Mit dieser Abwärtskerze wurde das Ganze nach unten gebrochen. Das kommt aus dieser Supply-Zone, die machen wir rot. Ja, und nachdem der Markt ein bisschen weitergelaufen ist und in einer korrektiven Struktur ein bisschen korrigiert, geht er zurück in die neue Supply-Zone, von der er abprallt und nach unten wegtradet. Das ist ein ganz klassischer, immer wieder auftauchender Trade. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwo anders was finden. Gehen wir mal ein bisschen durch die Charts. Hier ein bisschen groß. Schauen wir mal die Yen-Paare. Ah, hier ist eine Zone, eine sehr schöne Zone im Euro-Yen. Die ist nicht ganz sauber eingezeichnet. Hier handeln wir an am 17. Mai. Schauen wir mal auf den 30-Minuten-Chart. Wie läuft das ab? Hier haben wir leider mit dieser Demand-Zone nur eine weitere Bewegung in die Zone gemacht. Das heißt, die Zone, die uns zu dieser Supply-Zone geführt hat, die liegt eine Stufe drunter. Das ist diese Rally-Base-Rally, die eine kurze Unterbrechung wahrscheinlich auf einem kleineren Zeitfenster deutlicher zeigt. Können wir gleich nochmal gerne in den 15-Minuten-Chart reinschauen, um die näher zu untersuchen. Das machen wir mal eben kurz, um zu sehen. Ja, wir sehen hier einen kleinen Rückläufer. Wir haben also eine wirklich klar definierte Zone. Die ganze wird hier schon gebrochen. Das Ganze aus dieser Supply-Zone, wo dann auch erwartungsgemäß der Markt zurückläuft und nach unten läuft, hinterlässt sogar noch wieder eine frische Rally-Base-Drop, mit der er diese Zone testet. Das heißt, wir bekommen hier sogar noch einen zweiten Einstieg und einen dritten Einstieg, nachdem wir tiefe Tiefs machen und frische Supply-Zonen hinterlassen. Und können das Ganze bis nach unten fahren, bis wir schließlich und endlich die ersten Zonen von Supply brechen und wissen, unser Trade ist vorbei. Ja, das war es schon. Mehr muss man nicht wissen, sage ich mal. Selbstverständlich meine ich das nicht ganz ernst. Es ist schon so, dass man möglichst viel Marktverständnis haben sollte, aber wie ihr seht, die Logik ist sichtbar. Das liegt ganz einfach daran,
dass die Märkte eben so funktionieren und nicht anders. Die Märkte funktionieren nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. Und wenn Angebot durchbrochen wird, ist die Nachfrage dominant und umgekehrt. Und daraus ergeben sich diese Strukturen im Markt. Und das ist eine ständige Abfolge des Ganzen. Selbstverständlich kombiniert man dieses Wissen noch mit anderen Dingen, wenn man das Ganze perfektionieren will. Und für erfolgreiche langfristige Trader-Karrieren braucht es natürlich noch viele andere Aspekte vom Money Management und anderen Geschichten. Aber grundsätzlich, wie ihr seht, ist es eine gute Basis. Hat jemand eine Frage, dann schreibe er sie bitte in den Chat und dann werden wir die gerne beantworten. Marco fragt, ob ich Supply and Demand nur an bestimmten Uhrzeiten handel und den Chart hüten muss. Also es ist so, die Vorgehensweise, die richtige Organisation von dem Ganzen ist selbstverständlich so. Man kann nicht 24 Stunden am Computer sitzen. Man verpasst immer wieder Sachen. Gerade was, wenn man Währungspaare handelt, ist es natürlich so, dass gerade die japanischen Yen-Paare, der japanische Yen und auch die anderen pazifischen Währungen wie der australische Dollar und der Neuseeland-Dollar, die haben natürlich ihre Haupthandelszeiten in der Zeit, in der wir schlafen, und dort verpasst man natürlich einiges. Selbstverständlich kann man nach einer sehr guten Analyse auch mal Limit Order über Nacht lassen. Wir wissen aber nun, dass viele, viele Broker über Nacht ihre Spreads so sehr ausweiten, dass man tatsächlich in die Situation geraten kann, dass man eigentlich recht hat und trotzdem ausgestoppt wird, weil bei einem Short Trade zum Beispiel der Spread mit der Ask-Seite so weit nach oben geschoben wurde, dass man rausfliegt bei seinem Stopp, obwohl der Chart es gar nicht anzeigt, dass die Zone überschritten wurde. Und das ist natürlich schmerzhaft, sowas ist unschön. Aber das ist nun mal das, womit diese Broker im Retail-Bereich auch ihren Vorteil ausnutzen. Grundsätzlich ist es natürlich so, je kleiner man in die Zeiteinheiten vordringt, je kleiner man diese Analyse macht, also das Paar der Zeiteinheiten klein wählt. Man kann von 4 auf 15 Minuten zum Beispiel, legt sich dann an der 4-Stunden-Zone einen Alarm hin. Und wenn es ausgelöst wird, dann guckt man, wo ist jetzt die Zone, mit der wir das erreicht haben, was passiert, welche wird die Zone getriggert, wo muss ich mich hinlegen. Das kann man natürlich gut organisieren. Dazu braucht man, das ist kein wirklich stressiger Vorgang. Wenn man das Ganze anders macht, dass man 1-Stunden-Supply-Demand-Zone sucht und dann auf dem 5-Minuten-Chart das angeht, dann wird es natürlich schon ein bisschen stressiger. Also so ungefähr muss man sich das vorstellen. Die Version 4 Stunden, 30, 15 Minuten ist eine, die eigentlich erfahrungsgemäß sehr gut funktioniert und wo man dann durchaus auch eine größere Anzahl von Märkten analysieren und managen kann. Das ist nicht wirklich stressig. Sonst noch Fragen? Die Session-Eröffnung New York, London, ja, sie sind volatil. Das Spezielle an der sogenannten Asia-Session ist, dass wir ja häufig in der asiatischen Session in den Hauptpaaren, also gerade in den europäischen Paaren,
durchaus weniger Bewegung haben, nicht so in den japanischen Yen, australischen Dollar und Neuseeland-Paaren, wie ich das eben schon sagte. Und der sogenannte Breakout aus der Asian Session ein sehr beliebter Trade ist, gerade bei den Retail-Tradern. Aus diesem Grund dient die Zone der Asia Session nicht selten als eine Zone, an der das große Geld Liquidität abfischt, das heißt Fake Breaks gehandelt werden. Großes Geld braucht ja immer viel Volumen, um seine Order zu füllen, Liquidität, und gerade wenn der Markt zum Beispiel short nach unten wegbricht und viele Leute einen Breakout traden, dann können die Banken ihre Order gut füllen. Also sieht man um die Asian Session herum sehr viele Fake Breaks. Ich will nicht sagen, dass Supply and Demand Zonen, die in der Nähe dieser Asian Session gebildet werden, nicht zu gebrauchen sind, aber man sollte tendenziell immer außerhalb dieser Zeit danach suchen. Ja, kann ich noch andere Fragen beantworten? Diese Strategie 1 und 1 auf Aktien anwenden? Jein, also Aktien würde ich tendenziell eher nicht unter dem Tageschart handeln. Das heißt, das größere Zeitfenster sollte mindestens der Tageschart sein. Dann kann man durchaus seine Zonen auf kleineren Zeiteinheiten wie dem 30- oder Stundenchart suchen für einen guten Einstieg. Bei Aktientraden muss man wissen, dass wir dort ein bisschen anderes Verhalten haben und auch eine charakteristischen und spezifischen Chartverlauf. Wer Charts von Aktien anguckt heutzutage, da gibt es kaum einen Chart ohne Gaps. Das war früher ein bisschen anders. Vor 20, 25 Jahren konnte man durchaus noch Aktiencharts sehen, wo der Open-Kurs des heutigen Tages relativ in der Nähe des Close von gestern war. Das ist heute durch den 24-Stunden-Chart, durch den 24-Stunden-Handel kaum mehr gegeben. Ich persönlich mache das eher in der Kombination Wochenchart mit Tageschart und nutze dabei die Tatsache, dass großes Geld sehr einfache Signale benutzt, sehr einfache Analyse betreibt. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Aktie finde, in die sich auf dem Wochenchart in einer Demandzone befindet und wir haben dann eine sehr typische Tageskerze, dann ist das schon ein guter Grund, da mal einen ersten vorsichtigen Trade zu platzieren. Also 1:1 würde ich nicht unbedingt sagen. Man muss die Erfahrung aus dem Aktienhandel mit einbeziehen. Wir haben in unserer Gruppe, in unserer Community ein paar Leute, die im Aktienbereich aktiv sind und die damit auch in der letzten Zeit ein paar schöne Trades gefunden haben. Noch Fragen? Ich habe hier meine E-Mail-Adresse auf den Schirm gelegt. Das heißt, wer Fragen hat, die er jetzt vielleicht nicht stellen kann, möchte oder sie genauer formulieren möchte, der kann mich natürlich gerne anschreiben. Das beantworte ich auch gerne. Ansonsten, wie gesagt, diese Sache wird aufgezeichnet, schneide ich ein bisschen zusammen und dann wird es auf YouTube hochgeladen. Ja, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann bleibt mir nur noch zu danken für euren heutigen Besuch bei diesem Webinar. Ich wünsche allen einen noch wunderschönen Samstagnachmittag und ein schönes Wochenende. Und schaut mal ab und zu auf dem Kanal vorbei. Wunderbar.